ein Wärmetauscher angeschlossen. Der Wärmetauscher wird an der Wasserinstallation genau über einem Bypass installiert. Das heiße Wasser, welches über den Wärmetauscher fließt, erwärmt das Poolwasser über die eingebaute Spirale. Der Wärmetauscher verfügt über einen Wassertemperatursensor. Wenn die erforderliche Temperatur erreicht ist, wird die Wasserzirkulation aus der Heizungsquelle unterbrochen. Die Installation des Wärmetauschers sollte übereinstimmen mit den Vorgaben und Anweisungen des Herstellers und unter Berücksichtigung der Leistung der Heizungsquelle erfolgen. Es ist am besten, dass ein erfahrener Installateur das Ganze übernimmt. Wie funktioniert ein Wärmetauscher? Das heiße Wasser, was aus deiner Heizung kommt, fließt in den Wärmeaustauscher durch die Spirale, die sich in einer Mitte befindet. Das Poolwasser erwärmt sich, indem es die Wärme von der Spirale, das es umfließt, aufnimmt. Der Wärmetauscher verfügt über einen Wassertemperatursensor. Wenn die erforderliche Temperatur erreicht ist, wird die Wasserzirkulation aus der Heizungsquelle unterbrochen. Die Installation des Wärmetauschers sollte in Übereinstimmung mit den Vorgaben und Anweisungen des Herstellers und unter Berücksichtigung der Leistung der Heizungsquelle installiert werden. Es ist am besten, dies einem erfahrenen Installateur zu überlassen. Wie wird die Leistung eines Wärmetauschers festgestellt? Die Wahl eines Wärmetauschers und seiner Leistung müssen immer mit einem Installateur für Heizungsgeräte bestimmt werden. Die richtige Wahl wird unter anderem durch die Leistung der Heizeinrichtung, zum Beispiel der Heizofen und der Poolkapazität, bestimmt. Die Heizungsdauer und die dafür benötigte Leistung kann mit der Hilfe unter unten angegebenen Formen berechnet werden, wobei die Arbeitsparameter jedes Wärmetauschers berücksichtigt werden müssen. Die Betriebsparameter werden hier angezeigt. Wie lange muss der Wärmetauscher eingeschaltet sein? Die Betriebszeit des Wärmetauschers hängt von seiner Leistung, der Poolkapazität und der gewünschten Wassertemperatur ab. Mit Hilfe der folgenden Formel kann das Ganze berechnet werden. Eignet sich ein Wärmetauscher für ein Becken mit Salzelektrolyse? Ja, aber um Korrosion zu vermeiden, wähle einen Wärmetauscher aus Kunststoff oder Titan.